Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch ein paar Blumen und Pflanzen zeichnen. Die Inspiration dazu kam mir eigentlich schon vor ein, zwei Wochen. Meine Eltern haben einen wunderschönen, riesengroßen Bananenbaum in der Mitte des Gartens, beziehungsweise Bananenbäume, weil es ist mittlerweile zu einem Dschungel herangewachsen. Ich habe dann angefangen, diesen Bananenbaum zu zeichnen und ich fand den am Ende so schön, dass ich dann noch eine Sonnenblume gemalt habe und die auch total schön wurde. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich doch einfach mal ein Video rausmachen, weil eigentlich habe ich das immer gehasst, Blumen zu zeichnen. Aber da hat mir das so Spaß gemacht, dass ich mir jetzt dachte, da mache ich ein Video drüber. Ich kann euch ja mal die Bilder zeigen. Das ist der Bananenbusch. Der riesen Bananenbusch und das ist die Sonnenblume, die ich gemalt habe. Einen Tag danach habe ich noch unseren Spatifyllum hier gemalt. Also so ein, ich weiß nicht, wie der deutsche Name ist. Einblatt, glaube ich. Gibt es aber, glaube ich, noch einen anderen Namen. Ich war total gehypt und deswegen dachte ich mir, dann muss ich das für euch auch nochmal machen. Ich habe mir schon ein paar Pflanzen rausgesucht. Und zwar war der Wunsch von einer Freundin, eine Cattleya-Orchidee zu malen. Dann eine Monstera-Pflanze. Und zu guter Letzt eventuell eine das ist ein Spatifyllum übrigens, ein Spatifyllum. Ich würde jetzt mit der Orchidee anfangen, einfach weil die am detailreichsten ist. Deswegen fange ich damit an. Ich gebe die aber, glaube ich, auch mal bei Google ein, weil da hat man, glaube ich, dann ein bisschen mehr Bilder. Ich glaube, die würde ich im Querformat dann auch machen. Und dann mache ich hier einmal Tape drum. Das überspringen wir mal ganz schnell. So, Tape ist drum. Okay, wir fangen mit dem prägnantesten Teil an. Das ist der, denke ich mal, hier diese Öffnung da. Um das so ein bisschen einzuteilen, mache ich jetzt erstmal so ganz grob dieses Oval. Und hier unten ist dann das nächste Oval von der anderen Pflanze. Ah, ich glaube, das ist schon viel zu groß. So, dann ist hier dieser Schlauch dran. Und dann kommen hier so die ersten Blätter. Das war der Wunsch von der Lilly. Das ist eine Freundin von meiner Schwester. Und Lilly, du hast dir da echt nichts Einfaches für mich ausgedacht. So, also hat ja so ein bisschen Fältchen so mit drin und dann kommt hier unten noch so ein Blatt. Ein bisschen gekrümpelt hier. Ist hier hinten noch ein Blatt. Das machen wir aber gleich so richtig, weil jetzt brauchen wir erstmal hier die Form von dieser Öffnung. Und das ist auch so ein bisschen gefranst. Mein Hund träumt immer so laut. Dann kommt hier so eine ganz große Einbuchtung. Das ist da, wo das Blatt so nach unten wegrollt. Ich hoffe, das sieht am Ende dann auch so aus. Ist ja immer so eine Sache, ne? Also Blumen sind eigentlich überhaupt nicht mein Fall. Also binden kann ich sie, aber ich kann sie halt nicht malen. So, die eine ist, glaube ich, schon mal fertig. Dann kommt hier so die nächste. Gucken, dass ich ungefähr die gleiche Größe hinkriege. Boah, dann kommt hier so der Schlauch wieder. Ich sag jetzt einfach mal, das ist ein Schlauch. Und die Blütenblätter. Ich glaube, das ist schon ganz gut so. Ich benutze jetzt übrigens meinen Schminkekasten und Papier von Hahnemühle. Das ist dieses hier. Damit komme ich ganz gut klar. Upsi. Es sind noch ein paar besondere Kunstwerke mit drin. Und dann fange ich mit der Farbe an. Ich benutze jetzt hier meinen Portable Pinsel. Der ist ganz cool. Ich finde den so geil, weil der ist so halt rund. Man kann sehr, sehr fein und detailliert malen, aber man kann halt auch große Flächen abdecken. Und für den Hintergrund verwende ich nachher diesen großen, fetten Pinsel. Den liebe ich ja. Aber das ist der teuerste Pinsel, den ich besitze. Ich habe gar kein Rosa. Ich glaube, ich muss noch ein anderes Aquarellset mit dazu nehmen. Oder ist das Rosa, wenn ich das ganz leicht verwende nur? Könnte gut gehen. Ich mache mal einmal alle Farben, aktiviere ich einmal. Das heißt, ich mache da einmal so ein bisschen Wasser drauf. Okay. Okay, das ist sehr leicht. Kann ich auch direkt über die Blütenblätter malen. Erstmal so ganz zart nur. Ein bisschen Schiss, dass ich sonst zu viel Farbe drauf habe. Weil dieser Schlauch, also ich sage jetzt einfach mal Schlauch, ihr wisst ja, was ich meine, der ist ja so, also der ist ja fast weiß. Deswegen lasse ich den erstmal so weiß. Ich musste in meiner Ausbildung, ich bin ja Floristin, für diejenigen, die das noch nicht wissen,
Ich bin Floristin und wir müssen in der Ausbildung halt unheimlich viele Skizzen machen. Jeden Monat muss man eine Skizze machen. Ich habe es nicht gehasst, aber auch nicht so unbedingt gemocht. Und ich kann noch nicht mal sagen, wieso. Vielleicht, weil man nicht so viel Zeit dafür hatte oder so. Also es sollte halt kein Kunstwerk sein, sondern es ging eigentlich eher darum, dass man bei Werkstücken so ungefähr weiß, wo welcher Werkstoff hin soll am Ende. Sagen wir mal, ich mache einen Kranz, einen Trauerkranz. Und da muss man in der Ausbildung schon lernen zu kalkulieren, wie viel Ware brauche ich, wie viele Rosen und wie viele andere Blumen brauche ich. Muss die Anzahl aufschreiben und dann am Ende in der Skizze ungefähr die Anzahl auch einarbeiten, im Verhältnis, in der richtigen Größe und so. Und dann muss das halt irgendwie stimmen. Und das ist gar nicht so einfach gewesen, das dann auch so hinzukriegen, dass man die Blumen erkennt in der kurzen Zeit. Oh, der Pinsel ist so geil. Also ich bereue echt nicht, dass ich den gekauft habe. Das lässt sich so geil hier reinarbeiten. Das ist ja der Wahnsinn. Das nächste Blütenblatt. Ich mache erstmal nass. Und dann kann ich gleich die Farbe so rein tröppeln. Und dann verteilt sich das nämlich von selber so ein bisschen. Finde ich immer am schönsten, wenn man das gar nicht so plant, sondern gerade bei Aquarell ist ja gerade das Schöne, wenn das eben so ein bisschen verläuft, sich selbst so den Weg sucht. Aber das hier ist jetzt doof. Das wollte ich nicht. Warum wählt das? Das ist Aquarellpapier. Warum wählt das jetzt? Kann mir das mal einer erklären? Lilly, es tut mir leid, dass die Blume jetzt nicht weiß ist. Ich weiß, du hast gesagt, du fandest die weiße so schön, aber weiße Blumen zu malen, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Eine weiße Blume, ein Hauch von nix. Oh, ich glaube, die wird aber ganz schön. Bin ja jetzt schon ein bisschen stolz drauf. Komisch das, obwohl ich so privat total gerne zeichne, dass ich dann in der Schule so Blumen gar nicht so gerne gezeichnet habe. Es sei denn, wir durften uns richtig Zeit nehmen. Also in der Schule haben wir so richtig auch Kunstunterricht gehabt und da haben wir am Anfang auch Blumen gemalt. Und da sollten wir die halt auch so richtig detailliert malen. Da hat das richtig Spaß gemacht, wenn man dann so richtig Gas geben darf. Aber halt hinterher in der Ausbildung, wenn du dann nur 10 Minuten für so eine blöde Zeichnung hast, da macht das einfach keinen Spaß. Aber trotzdem war es immer noch das, was ich am liebsten gemacht habe. Man musste halt sehr, sehr viel machen in der Ausbildung. Also ich würde es nicht nochmal machen, ehrlich gesagt. So, ich fange jetzt mal an. Hier ist so ein bisschen Grün drin. Ich mache jetzt einfach mal so einen lockeren Dot in die Mitte. Da unten wird dann alles so ein bisschen grün gemacht. Mein Hund ist wach, das ist nicht gut. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen dunkleres Grün mit rein. Hi, mein Schatz. Bitte leg dich einfach wieder hin und schlaf weiter. Nein, er macht Pipi. Nein! Okay, ich muss mal kurz unterbrechen. Bin ich wieder. Kleines Malheur passiert hier. Wie ich mein Glück kenne, kackt er mir hier gleich noch hin. Das wäre ja noch der Oberknaller. Ich bin heute ein bisschen gaga. Tut mir sehr leid, dass ich jetzt so ein bisschen aufgedreht bin. Aber ich habe extra gerade noch einen Kaffee getrunken. Wie ihr seht, ist es schon sehr spät, denn ich musste heute arbeiten. Und ich hatte eigentlich für diese Woche mein Video schon gedreht, aber da ist so einiges schief gegangen. Und deswegen mache ich jetzt ein neues Video. Ach so, das Gelb fehlt ja noch. So gelb, erst so orange und dann wird das so zu gelb. Manchmal glaube ich, ich brauche eine Brille. So, und dann kommen ja diese ganz feinen Musterungen hier noch. Das mache ich mit dem feinen Pinsel. Ich versuche das mal. Dann nehme ich jetzt ein bisschen dicker die Farbe und fange an, hier so ein bisschen entlang zu gehen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn das jetzt so ein bisschen ausläuft. Sieht halt so ein bisschen aus, als würde das so immer wieder verzweigen. Das sieht irgendwie blöd aus, oder? Nach außen wird das so zarter. Irgendwie finde ich das jetzt gerade nicht so schön. Kann es gerade überhaupt nicht beurteilen. Das Grün ist auf jeden Fall wieder verschwunden hier in der Mitte. Also es ist halt unheimlich schwer, die voneinander abzugrenzen. Ich glaube, hier sieht das jetzt schon besser aus als da. Das sieht so
steif und wie so ein Blitz schon fast aus. Und das hier sieht so ein bisschen weicher aus. Ich mache die jetzt ein bisschen knalliger, einfach damit das mehr bamst. Weil ich will ja gleich den Hintergrund auch noch dunkel machen. Und dann brauche ich irgendwie so einen Kontrast in den Blättern. Wenn das dann alles so wischiwaschi ineinander ist, dann finde ich das irgendwie blöd. Ihr auch, ne? Ich glaube, ich male jetzt noch so ganz zart ein paar Linien in die Blätter. Boah, jetzt lasse ich mir gerade so viel Zeit. Es macht mir gerade total Spaß. Und ich muss sagen, ich war vorhin noch echt am Überlegen, sollst du jetzt wirklich ein neues Video drehen oder machst du da noch irgendwie was draus? Aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. So, und dann haben wir da noch ein bisschen Schatten. So, und dann haben wir hier noch mal so ein bisschen Schatten bei dem einen Blatt. Das ist hier nämlich noch nicht so richtig klar definiert, was hier zu was gehört. Erkennt man, dass das zu dem Blütenblatt. Zu dem Blütenblatt gehört. Ist jetzt ein bisschen eine andere Perspektive als im Original, aber das ist jetzt ja auch nicht schlimm. Vorlage benutzen heißt ja auch nicht, dass man die 100% nachmalen muss, sondern einfach nur, dass man eine Referenz hat, wo man sich ein bisschen nachrichten kann. Mag ich sowieso eigentlich viel lieber, wenn man sich so ein bisschen löst von Referenzen. Dann würde ich den Hintergrund, glaube ich, so ein Blau machen, ganz dunkles Blau. Ich lasse das jetzt aber erstmal ein bisschen trocknen, weil ich habe Schiss, dass das nachher, wenn ich jetzt die Hintergrundfarbe reinmache, dass die dann in die Blüten verläuft und das wäre richtig doof. Übrigens möchte ich noch mal erwähnen, mein letztes Video ist so durch die Decke gegangen, also für meine Verhältnisse, und ich war ziemlich überrascht, dass plötzlich so viele Views kamen, dass ich plötzlich so viele Views hatte. Und ich wollte mich auch auf jeden Fall nochmal bedanken dafür, dass ihr so fleißig meinen Kanal schaut, weil mir das unheimlich viel Spaß macht und ich das total gerne für euch mache. Und für mich natürlich auch. Also es macht einfach nur Spaß. Es ist toll, dass jemand da dir zuschaut, während du dein Hobby auslebst. So. Auch die ganzen netten Kommentare und so, das ist wirklich super, super cool und super, super nett von euch. Das wollte ich nur mal einmal schnell loswerden. So, ich guck mal eben, hier oben ist alles trocken. Ich fange da oben jetzt mal an mit der Farbe vom Hintergrund. Und zwar werde ich dafür das Blatt umdrehen und den ganz großen Pinsel nehmen. Und dann mal eben schnell so ein dunkles Blau anmischen. Ich muss mal eben hier rüber gucken. Nämlich, oh nein! Oh, ich bin so hohl. Voll mit der Flosse da rein. Sieht man zum Glück nicht. Ich kann gerade gar nicht reden, weil ich irgendwie mich so konzentrieren muss. Ich will es halt jetzt echt nicht mehr versauen. Also ich hätte nicht gedacht, dass diese Zeichnung so umfangreich wird. Die nächste wird ein bisschen weniger umfangreich auf jeden Fall. Sonst wird das Video ein bisschen zu lang. Und ich weiß nicht, wie lange mein Akku noch hält. Ich glaube, das ist ganz schön geworden, oder? Stört das, dass das nicht so richtig ausdefiniert ist hier. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriegen soll, weil der Rand ist weiß und dieser Schlauch, dieser Kelch von der Blume ist ja auch weiß. Also kann ich da ja schlecht jetzt eine andere Farbe reinbringen. Ich glaube, ich lasse es jetzt, sonst versaue ich es noch. Aber ich glaube, ich bin schon ganz zufrieden damit. Was sind so, irgendwie sind da noch so ein paar Linien, wo ich denke, boah. Hier zum Beispiel nicht so richtig sauber und gerade. Ist alles so wirbelig irgendwie. Das stört mich. Bin ich gleich mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich die Tapes abmache. Ich glaube, ich mache das direkt ganz vorsichtig, weil wir wollen ja nicht, dass das Papier aufreißt. Boah, ey. Ah, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Ah. Mann, ey, das ist so kacke. Nein. Ich weine, wenn das passiert. Ich hole mir mal eben den Föhn. Dann wecke ich den Hund. Ich
Ich kann das jetzt nicht mit dem Föhn machen. Letztes Tape. Ja. Tada! Fertig. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es finden soll. Ich glaube, das sehe ich immer am besten, wenn ich, von oben, von weiter weg, von mit längerer Zeit mir das nochmal angucke. Ich werde auf jeden Fall jetzt das Blatt da rauslösen und dann machen wir die nächste Pflanze. Und das hat sich meine Schwester gewünscht, und zwar eine Monstera-Pflanze. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich kann ja hier noch ein bisschen mit dem Buntstift reinarbeiten. Ja, das sieht viel besser aus. Oh ja, definitiv. Nächste Pflanze. Ich guck mal eben, ob alle Kameras noch laufen. Lippt noch. Dann können wir weitermachen. So, jetzt kann ich natürlich nicht mit dem Stift vormalen. Das heißt, ich male jetzt mit einem normalen Bleistift vor. Ich sehe aus wie ein Schwein. Und vollgesaut habe ich mich auch noch. Sorry. Sorry, der musste sein. Wir haben hier unten den Topf. Der muss ziemlich klein sein im Vergleich zur Pflanze. Dann kommt hier so der Stängel raus. Hier ist so eine Abteilung. Dann geht hier ein Stängel lang. Der geht dann so lang nach oben. Dann haben wir hier einen Stängel. Und hier hinten einen Stängel. Hier ist der eine. Und da geht auch noch einer lang. So, und dann teilt sich der Stängel hier und geht hier auch nochmal lang. So, der eine Stängel macht hier schon das erste Blatt. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier noch drauf kriege. Ich mache jetzt das mir einfach und mal erstmal die Grundform. Die ist ja so herzförmig. Und dieser Stängel hier genauso, der geht da so rüber. Und hier sieht man das Herz so ganz flach im Prinzip. Und dieser Stängel macht hier unten schon ein Blatt. So ungefähr. Sieht man dann nicht ganz, weil dieses große Blatt hier, das ganz oben am Rand ist, das überdeckt. Und hier oben ist auch nochmal eins. So, das ist so die Grundeinteilung. Und dann geht es jetzt an die einzelnen Formen der Blätter. So, mein Gott, ist das schwer. So, und dann gehen hier zwischen immer diese Adern lang. Hat einer von euch schon mal überlegt, Floristin zu werden? Hat jemand Interesse an dem Job? Würde ich gerne mal wissen. Ich konnte mir damals, bevor ich das angefangen habe, gar nicht so richtig was darüber vorstellen? Nee, warte mal. Jetzt habe ich gerade einen Satzbaufehler gemacht, oder? Darunter. Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, wie der Job so abläuft. Ich habe gedacht, ach, man sitzt in einem kleinen Blumenladen, ist alles so gemütlich und ach, einfach schön. Ja, und dann habe ich die bittere Wahrheit kennenlernen müssen, weil das ist es ganz und gar nicht. Es ist ein furchtbar anstrengender Job. Man muss ultra viel schleppen. Man hat Saisontage an den Feiertagen wie Weihnachten, Ostern. Valentinstag ist auch richtig, richtig anstrengend. Also ich bin noch sehr jung, klar, aber ich habe jetzt schon Rückenprobleme. Meine Arbeitskollegin, die hat mit 19 Jahren schon 2 Bandscheibenvorfälle gehabt. Mit 19. Also da habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Man stellt sich das immer so vor, ein bisschen Blümchen binden, ja, ja, von wegen. Das ist wirklich auf gar keinen Fall ein 0815-Job. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Und auch, was sie einem immer erzählen in der Ausbildung dann. Ja, man kann an Wettbewerben und man kann Meister machen und dies und jenes. Das machen die wenigsten. Der Job wird ultra schlecht bezahlt. Die Bedingungen sind ultra kacke. Es ist immer kalt. Also ich will jetzt hier keine Propaganda gegen den Job machen. Aber, also wie man vielleicht merkt, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Berufswahl. Natürlich ist es schön, wenn man dann schöne Aufgaben hat, wie Sträuße binden und so. Oder Gestecke machen oder so. Aber den Rest der Zeit ist halt Einzelhandel. Es ist einfach ein Einzelhandeljob. Und das wird auch sehr gerne unterschätzt. So eine Art, ne?
Boah, ist das schick. Nee, die sieht aber doof aus irgendwie, ne? Mal abwarten. Ich radiere das jetzt noch mal so ganz leicht weg, wie immer. Mal das noch mal nach. Okay, dann mache ich jetzt so ein bisschen die Hilfslinien weg und dann fange ich an mit der Farbe. Fangen beim obersten Blatt an. Wir haben einen Grünton mit ein bisschen Gelb. Ich denke, das ist schon ein schöner Ton, den ich jetzt hier habe. Und dann fange ich einfach mal an. Boah, ich muss mich so krass konzentrieren dabei. Ich versuche jetzt so ein bisschen verschiedene Grüntöne zu nehmen, damit man die Blätter auch voneinander abgrenzen kann. Weil hier haben die ja auch verschiedene. Das Blatt hier ist ja viel heller als das. Und deswegen versuche ich das jetzt so ein bisschen auch zu machen. Ist natürlich doof, wenn dann die Farbe in das andere überläuft. Hier mache ich jetzt direkt die Kanten ein bisschen schöner, dass wir da nicht so die Fransen haben wie bei dem anderen Bild gerade. Gehe ich da nochmal mit dem feinen Pinsel lang. So, erstmal so die Grundfarben haben wir dann drin. Jetzt fangen wir an mit der Schattierung. Dafür nehme ich jetzt wieder den großen Pinsel. Mist. Ich habe über das Loch gemalt da. Hauptsache ein paar Schattierungen reinmachen. Ich habe das ganze Blatt jetzt nochmal ausgemalt. Mache jetzt einfach mal so ein paar Dots da rein mit der dunklen Farbe. Dann gehe ich rüber zu der anderen, zu der anderen Blatt und mache das gleiche hier und hier unten auch. Jetzt mache ich was mit Gelb, um so ein bisschen Helleres auch darzustellen, sodass es so ein bisschen verläuft. Und dann nochmal ein bisschen was Dunkleres für da unten, für hier, dass das nochmal klar abzugrenzen ist. Hier sammelt sich so ein bisschen das Wasser, das mache ich mal weg. Ein bisschen Blau noch mit rein. Manchmal haben so Blätter so ein bisschen so einen Blauschimmer noch. Ich finde das schon ganz schön eigentlich. Ich mag das, dass das so verwaschen ist. Oh, voll schön. Mit dem Blau, das sieht voll schön aus, oder? Finde ich schon. Wow, ist ja schon total spät. Zeit für Details. Soweit das jetzt schon möglich ist. Boah, ey, ich finde das gerade richtig schön von der Farbe her. Bäh. Nein. Krieg's einfach nicht hin, meine Hand nicht aufzulegen. Ist das eigentlich die Nass-in-Nass-Technik, die ich hier jetzt gerade fahre? Eigentlich ja, ne? Weil ich lasse ja nichts trocknen. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ach, frag mich nicht, warum ich davon einen Ohrwurm habe. Ich versuche jetzt hier gerade so ein bisschen Farbe abzuheben mit dem Pinsel, indem ich den immer wieder trocken mache, weil diese Blattadern auf dem Bild ja ziemlich hell aussahen, also fast schon weiß. Das ist aber immer erst so ein bisschen anlösen mit Wasser und dann mit dem trockenen Pinsel drüber gehen, damit der Pinsel so ein bisschen die Feuchtigkeit aufsaugt. Aber ich glaube, ich nehme mal den hier, vielleicht geht das damit ein bisschen besser. Und da echt noch mal so ein bisschen Farbe mit wegnehmen. Ich hole mir mal einen grünen Stift, weil ich möchte gerne die Blattadern und so noch ein bisschen nachzeichnen. Never gonna give you up, never gonna let you down. Dazu benutze ich jetzt meine Faber-Castell. Ich habe hier alles vollgesaut. Soll ich einen Hintergrund malen? So einen Orangeton oder so? Ach komm, ich riskier's jetzt. Das Grün geht da rein. Scheiße, es war noch nicht trocken. Wenn man nicht abwarten kann, ne? Ja, dann passiert sowas. Das ist aber auch besonders schwierig jetzt bei dem Bild, weil ich ja in die Zwischenräume muss. Ich lerne aber auch nicht daraus. Ne? Ich habe schon wieder meinen Arm da reingelegt. Okay, das hätte ich mir echt schenken können. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Da fehlt irgendwie so Kontrast, oder? Ich lasse es mal trocknen und dann gucke ich gleich, ob ich da noch ein bisschen Licht reinmalen kann. Ich hoffe, es ist so halbwegs trocken. Ist immer noch nicht so ganz trocken, aber es ist langsam echt spät. Wir haben schon 1:30 oder so. Nachts, wie man sieht.
Deswegen werde ich jetzt weitermachen. Einfach noch mal so ein paar Linien einbauen, in der Hoffnung, dass es das noch ein bisschen rettet. Meine Monstera-Pflanze ist fertig. Ich muss einmal in die Kamera gucken, wie es aussieht. Ja, ist in Ordnung, aber ich glaube, die Orchidee hat eindeutig gewonnen. Also die finde ich jetzt richtig schön. Das sind meine zwei Bilder. Mir gefällt die Orchidee viel besser als die Monstera-Pflanze. Aber ich glaube, ich habe trotzdem was gelernt dabei. Mit diesem ineinander verlaufen lassen und so, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und auch so krass andere Farben mal zu verwenden, wie jetzt zum Beispiel bei der Monstera-Pflanze dieses Blau. Ich finde das Blau mega schön da drin. Und erstmal denkt man so, nee, aber also als Schattenfarbe finde ich, sieht das mega geil aus. So, das bringt nochmal so richtig Dynamik ins Bild und Tiefe. Und ja, das hätte man vielleicht hier auch nochmal ein bisschen machen können, wobei die Blume ja eher sehr zart sein soll. Trotzdem bin ich zufrieden. Und es hat mir ultra Spaß gemacht. Ich denke mal, ich werde das bestimmt noch mal machen. Und ich habe überlegt, vielleicht kann ich beim nächsten Mal ja mal so Blumensträuße oder so machen. Oder Sukkulenten oder so. Weil das hat jetzt leider nicht mehr ins Video gepasst. Ich bin schon seit knapp 2 Stunden am Aufnehmen und ich glaube, jetzt ist so langsam mal gut. Ja, schreibt mir, welches Bild euch besser gefällt. Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, dann weist mich bitte darauf hin. Ansonsten drückt das Däumchen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!